Herr Häusling, bitte 2 Minuten. Ja, Herr Kommissar, lassen Sie uns über den Verlust an Biodiversität reden. Das war ja das eigentliche Thema. Und lassen Sie uns darüber reden, dass wir in den letzten 20 Jahren 70% der Insekten verloren haben. Das ist wirklich ein Thema. Und das geht weiter, das Insektensterben. Das hat viel mit unserer Agrarpolitik auch zu tun, die wir dringend ändern müssen, wenn wir da was gegen angehen müssen. Deshalb sprechen Sie mit Ihrem Kollegen, Herrn Hogan, dass das mit der Förderung der gemeinsamen Agrarpolitik so nicht weitergehen kann, wie es jetzt geht. Wir haben wahnsinnigen Verlust an kleinen Vögeln, an Feldvögeln. Auch das ist ein Drama. Aber was unterhalten wir uns jetzt wieder über eine einzige Art, die hier scheinbar das Leben in ländlichen Regionen gefährdet? Also es wird meiner Meinung nach in vielen Bereichen die Diskussion überzogen. Wir haben ja natürlich in manchen Regionen ein Problem mit dem Wolf. Aber dann könnte ich Ihnen jetzt auch eine andere Statistik zeigen. In Deutschland haben wir einen Rückgang von Schafen und Schafhaltern um 50% in den letzten 5 Jahren. Hat das irgendwas mit dem Wolf zu tun? Nein, gar nichts. Sondern die Formen der natürlichen Landwirtschaft sterben aus. Und dazu gehört die Schafhaltung und die Weidehaltung, weil eine falsche Förderpolitik betrieben wird. Und dazu kommt jetzt noch das Problem Wolf. Ja, aber das sind die Mitgliedsländer auch gefordert. Und das Problem wird sozusagen auch überhöht, weil wenn es Problemwölfe gibt, kann man die auch nach jetzigem Recht entnehmen. Das ist gar keine Frage. In Deutschland sind gerade 2 Genehmigungen erteilt worden. Nur die kriegt man halt nicht so einfach. Das ist das Problem. Also wo ist das Problem? Haben wir ein Problem, was dann jetzt angesprochen wird, es kommt plötzlich der Pelikan in die Diskussion, der Fischotter, also alles, was uns irgendwo Konkurrenz macht, muss jetzt abgeschossen werden. Das kann doch keine ernsthafte Antwort darauf sein, auf die Probleme, sondern Antwort kann nur sein, die Mitgliedsländer sind aufgefordert, vernünftige Schutzmaßnahmen auch zu fördern, vernünftige Entschädigung zu fördern und tatsächlich dafür zu sorgen, dass, wenn es Probleme gibt, dann auch konsequent gehandelt wird. Natürlich muss man auch irgendwann die Diskussion führen, wann ist es genug? Aber an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Vielen Dank.